Herr Zimmer, können Sie nicht ohne Fußball oder warum spielen Sie in den unteren Ligen auch mit Fußball? Ja, ich denke, da haben Sie nicht Unrecht. Also ich habe natürlich das große Glück gehabt, dass ich in meiner Fußballkarriere keine schwerwiegenden Verletzungen gehabt habe. Und von daher fühle ich mich eigentlich noch fit und habe natürlich durch die Firma Geroplast, durch den Herrn Gerd Ruderisch, wo ein sehr guter Freund ist von mir, das Angebot angenommen, in Hersbruck weiterhin Fußball spielen, auch zu dürfen. Und denke, wir sind letztes Jahr ganz knapp am Aufstieg gescheitert und hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr auch unter anderem mit unseren Neuzugängen, mit Martin Triller auch, dass wir ein gewichtiges Wort mitreden. Nimm dir mal das Herz in die Hand und hau das Spiel rein. Jetzt geht er aus, komm! Sie kennen den Herrn Driller auch aus gemeinsamen Zeiten noch beim Club. Merken Sie auch, und auch der Herr Driller, einen besonderen Ehrgeiz bei den Gegenspielern auch, wenn es im Zweikampf gegen Sie oder gegen den Herrn Driller geht? Ja gut, ich bin es jetzt schon länger gewohnt. Also ich habe ja nach meiner Profikarriere habe ich ja erst Spielertrainer gemacht in meinem Markt draußen. Und ja, man merkt es natürlich schon, dass die Gegenspieler da heiß sind auf einen und die Zuschauer immer ansticheln und hauen dann um und tralala und ja, aber ich denke, wenn man damit umgehen kann, und ich bin ganz froh, dass der Martin jetzt bei uns ist, weil dann wird das alles ein wenig von mir abgewälzt und es konzentriert sich mehr auf den Martin konzentriert und ich habe ein wenig mehr Freiheiten, aber gut, das ist ganz normal. Also ich denke, dass das bei jedem Ex-Profi, der wo dann unterklassig irgendwie spielt, ob das dann Bayernliga ist, Regionalliga oder ganz unten ist oder wie gesagt in der BOL, dass das alltäglich ist. Also. Endstand im Spiel BSC Erlangen gegen den 1. FC Hersbruck, 2-4. Herr Zimmer, erstmal Gratulation. Ich denke, Sie können zufrieden sein, auch mit der eigenen Leistung. Hat es heute besonders viel Spaß gemacht? Ja gut, wenn man gewinnt, macht es eigentlich immer Spaß und war eigentlich ein faires Spiel. Und von daher, wenn man natürlich mit 3 Punkten heimfährt, überzeugend nur gewonnen hat, denke ich, vom Spielerischen her, ist man zufrieden. Udo, bei euch hat es nicht so geklappt. Wahrscheinlich auch weniger zufrieden deswegen. Ja, das Spiel hat eigentlich recht gut angefangen für uns. Durch den Eckball gleich das 1-0. Aber war, glaube ich, auch kein Eckball. Trotzdem das 1-0 gemacht. Aber dann haben wir halt innerhalb von 5 bis 7 Minuten das Spiel hergegeben. 2 Standardsituationen, wo wir nicht aufgepasst haben. Und das darf uns, sage ich, als Mannschaft wie Hersbruck nicht passieren, weil da sind sie einfach zu clever dafür. Und dann war es natürlich schwierig, nach einem 3-1 nochmal zurückzukommen. War dann ganz schwer für uns. Das hat schon passt so. Also, man will ja auch nicht so viel verraten, aber war schon immer da der Mann. Aber ich denke, wenn man den Ball schnell spielt und sich wieder freiläuft, dann... Das ist so im Fußball, das muss man eigentlich machen. Alle guten Spieler müssen den Ball eigentlich relativ schnell spielen, sich wieder freilaufen. Wenn man dann Platz hat, dann kann man was mit dem Ball machen. Aber auf engen Raum ist in jeder Liga schwer, egal ob das Bundesliga ist oder Bezirksoberliga oder Landesliga, das ist völlig wurscht. Aber wenn man sich schnell abspielt und sich schnell vom Ball trennt und sich schnell wieder freiläuft und die Mitspieler auf das eingehen, dann ist es relativ einfach auch höherklassig. Ist der Thomas Siemer überhaupt zu verteidigen? Ich glaube, in der Klasse auf alle Fälle nicht. Der ist sicherlich nicht mehr der, wo recht viel läuft. Der weiß genau, was er für Laufwege machen muss. Da ist er clever genug dafür. Standards ist er sowieso brandgefährlich. Spielt die Bälle super in die Stürmer vorne rein. Und den kannst du eigentlich über 90 Minuten gar nicht ausschalten. Das geht nicht.